So, jetzt sind eure Tische sozusagen zugegangen. Ich habe die Gudrun und den Michael auf die Bühne eingeladen. Ich hoffe, die kommen auch gleich. Die machen nämlich gleich eine Anmoderation. Moment, muss ich hier nochmal raussuchen. Michael, hier ist er. Ja, hallo. Rufe ich gleich Verstärkung. Hallo Gudrun, grüß dich. Hi, hallo. Michael müsste auch gleich kommen, hoffentlich. Hallo, Da ist grüß er. dich. Dann mache ich mal meine Kamera aus, dann könnt ihr gebührend anmoderieren. Wunderbar. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank für die Einladung, die technische Einladung hier zu Remo. Hallo erstmal zusammen, alle, die uns gerade hören und sehen. Kolleginnen und Kollegen von der GFWM Regionalgruppe Frankfurt Rhein-Main, aber natürlich auch alle anderen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Heute werden wir uns mit dem Thema LernOS beschäftigen. Wir werden dann gleich ganz ausführlich von unserem Gast Simon Dückert aus Nürnberg hören, was es dazu zu sagen gibt. Ein paar Stichworte sollen gleich noch kommen. Aber ich wollte nicht starten, ohne dass ich noch ein paar Dankesworte loswerde. Das eine erst nochmal an den Referenten unserer letzten Veranstaltung, den Mike Wagner. Das war richtig klasse mit dieser ISO 30401. Auch ein Thema, was durchaus heute mit unserem Thema LernOS zu tun haben wird. Für uns ist es natürlich hier auch ein Novum. Wir treffen uns das erste Mal virtuell in der GFWM Regionalgruppe. Insofern, ihr habt gemerkt, so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, so richtig vertraut, außer Simon mit der Plattform Remo ist auch noch keiner von uns. Aber das kriegen wir irgendwie schon alles gebacken im Laufe der nächsten 2 Stunden. Danke natürlich auch nochmal an dich, Gudrun, dass du mit Simon zusammen hier die Sache so super vorbereitet Sehr hast. gern. Ganz großes Kompliment und ich denke, das gibt eine super spannende Veranstaltung. Ja, Simon, auch an dich natürlich erstmal herzliches Willkommen aus Nürnberg. Anreise war jetzt halt nicht ganz so lang, wie das ansonsten aus Sehr Franken bequem war ist. das heute, Auch ja. ohne Stau auf der A3 und relativ unvermittelt. Sehr, sehr schön. Du wirst uns gleich was erzählen zu LernOS. Ich sage jetzt nur mal diesen einen Begriff LernOS. Ich weiß, dass es da auch noch andere Interpretationen gibt. Die wirst du uns sicherlich noch ein bisschen schildern. Mir ging es so, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, ich muss gleich an iOS, macOS, also irgendwas mit Software, Hardware, Firmware denken. Aber ich glaube, du und deine Kollegen und Kolleginnen, ihr seht es eher als Brainware, ja? Also was sich also in den Köpfen bei uns abspielt und eigentlich weniger jetzt mit irgendeiner bestimmten Plattform verbunden ist. Und du beschäftigst dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen jetzt seit einigen Jahren mit dem Thema LernOS. Ich glaube, seit 2016 läuft euer Projekt bis 2022. Richtig. Und ihr verarbeitet in diesem Projekt mehr als 300 Wissensmanagement-Projekte und die Erfahrung, die ihr daraus gezogen habt seit 2001. Das finde ich eine richtig heiße Nummer. Also einfach, ich sag mal, quer durch die Wissensmanagement-Landschaft. Ja, also alles, was uns eigentlich hier als Wissensmanagerinnen und Wissensmanager interessieren kann, habe ich so den Eindruck, wird von eurem LernOS mitgenommen, tangiert, touchiert, integriert, wie auch immer. Ja. Und ihr berücksichtigt die wichtigsten 3 Ebenen, wie ich gelernt habe. Also einmal natürlich das persönliche Wissensmanagement, dann eben das Wissensmanagement im Team und last but not least eben auch das in der Organisation. Also ihr macht da wirklich den Rundumschlag und das Ganze auch noch oben als Sahnehäubchen drauf. Soll sich auch noch anhand der ISO 30401 orientieren und damit kompatibel sein. Das finde ich also einfach richtig spannend. Und ich glaube, jetzt würde ich es einfach dabei bewenden lassen, so mit den einführenden Worten, weil ich glaube, du kannst es viel besser und natürlich einfach viel umfassender uns erklären, was es damit auf sich hat.
Und damit. Ich würde sagen, vielen Dank für die super Vorstellung. Da war eigentlich schon alles drin, was ich in den Folien auch erzählt hätte. Können wir ausschalten. Wir können direkt in die Fragerunde übergehen. Genau. Ich würde vielleicht Takte noch zu der Plattform sagen. Ich habe vorhin versucht, bei jedem mal am Tisch zu sein. Weiß nicht, ob das geklappt hat, ob jeder alles mitbekommen hat. Also wir sind jetzt in einem Bühnenmodus sozusagen. Das heißt, alle sehen jetzt uns drei erstmal, gleich nur noch mich und meine Folien. An der rechten Seite gibt es so ein Fenster mit dem Chat. Wenn ihr den aufmacht, sieht man quasi so ähnlich, wie ihr das vielleicht von anderen Videokonferenz-Tools kennt, einen fortlaufenden Chat. Ihr könnt da gerne während des Vortrags auch Fragen reinschreiben. Wenn ich das während des Vortrags sehe, kann ich gleich drauf eingehen. Ansonsten machen wir hinten auch noch so eine Q&A-Runde, wo wir gerne auch Leute auf die Bühne holen können. Auf Participants sieht man alle Leute, die da sind, also wer sich da ein bisschen Überblick verschaffen will. Wenn ihr jetzt bei einem Video oder bei den Folien, die ich zeige, das Gefühl habt, das ist ein bisschen klein, an jedem Videoelement ist oben rechts sind so vier Pfeile, so ein Symbol. Wenn man da draufklickt, dann geht das jeweilige Element in Vollbild, entweder wieder durch Klick auf die vier Pfeile oder durch die Escape-Taste wandert es wieder zurück an seinen Platz und man sieht dann sozusagen wieder den ganzen Bildschirm. Somit kann jeder Teilnehmer, das kann nicht ich zentral steuern, sondern jeder Teilnehmer, jeder Teilnehmerin kann das für sich selber steuern. Vielleicht könnt ihr, Michael und Gudrun, ein bisschen Blick auf den Chat haben, wenn da irgendwas ist. Können wir nachher dann in der Fragerunde die Sachen direkt aufgreifen. Ne? Dann würde ich jetzt zunächst mal meinen Bildschirm teilen und würde ich dann mal so einen Impuls geben. Ich hoffe, dass das so maximal eine halbe Stunde braucht, dass wir dann am Ende, wenn wir geplant, bis 15 Uhr maximal zu machen, genug Zeit noch haben für Fragen und wer Lust hat, dann auch an den Tischen sich noch austauschen kann. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich euch jetzt einmal von der Bühne schmeißen. Super. Alles klar. Bis später. Bis später. Ciao. So. Also wie gesagt, jetzt seht ihr die Folien, wer den groß haben will, einfach auf die vier Pfeile klicken, Fragen in den Chat. Ja, ist tatsächlich so, Michael hat schon viel gesagt. Vielleicht nochmal kurz zu meiner Person, wie bin ich zu Wissensmanagement gekommen? Ich habe ursprünglich Elektrotechnik studiert, schon eine ganze Weile her, 1994 habe ich angefangen. Dort mit der Vertiefung digitale Nachrichtentechnik. Also so das ganze Thema, wie kann man Signale von A nach B übertragen, Audio, Video, Daten. Und im Nebenfach habe ich Philosophie studiert. Da kommt so ein bisschen der Bezug zum Thema Wissen und Lernen her. Aus der Elektrotechnik habe ich eigentlich so die Freude an komplexen Systemen gefunden. Und das ist vielleicht auch so die Erklärung, wie kommt man als Elektrotechniker zum Wissensmanagement. Aus unserer Sicht ist einfach die Gestaltung von Lernenorganisationen ist eine Aufgabe, so zu technisch komplexe Systeme zu gestalten. Das ist, was mir Spaß macht. Das habe ich im Fraunhofer-Institut, wo ich als Werkstudent gearbeitet habe, schon gemacht. Das habe ich dann später auch in dem Fraunhofer-Institut gemacht, wo ich sozusagen gearbeitet habe, ab dem dritten Semester schon. Und dann später gemeinsam mit einem Partner auch die Firma Cognion ausgegründet habe. Aber da erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu, wie wir dazu gekommen sind. Ich sehe, der Chat funktioniert auch, sehr schön. Und ich hoffe, die Sandra kann auch was hören. Klingt so, Daumen hoch. Also können wir loslegen. Ihr müsst keine Folien-Screenshots machen. Folien kriegt ihr hinterher alle. Könnt ihr gerne verwenden, euch anschauen. Stelle ich dann als Link bereit. Worüber will ich heute ein bisschen sprechen? Ich würde zum einen mal drüber sprechen, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, sowas wie LernOS zu machen. Was ist das eigentlich? Ne, ein paar Sachen hat Michael schon erzählt. Ein paar Dinge gibt es vielleicht zusätzlich noch. Und dann würde ich euch mal so einen kleinen Einblick in diese zwei Ebenen, LernOS für Individuen und für Organisationen geben. Und wie vorhin schon gesagt, hoffentlich am Ende noch genug Zeit haben für Fragen und hoffentlich auch Antworten. Ja, so generell, ich meine, die Treiber, das kennt ihr alle, da spreche ich wahrscheinlich zu Leuten, die genau solche Folien auch haben. Also man sieht eben, dass das 21. Jahrhundert an ganz, ganz vielen Facetten deutlich anders ist als das letzte Jahrhundert. Viele sprechen von der sogenannten VUCA-Welt, alles verändert sich auf exponentiellen Kurven. Digitalisierung, Wissensarbeit, Vernetzung, Globalisierung, also diese ganze Schlagwortwelt. Alles in allem, da kommt auch unser Firmenname her. Cognion ist ein zusammengesetztes Wort aus Cognoscere, das ist Erkennen in Latein, und Neon ist neu in Griechisch. Also so die Grundidee, dass man die Art und Weise, wie man selber arbeitet als Person, aber auch wie man Organisationen managt und gestaltet, für das 21. Jahrhundert anders denken muss als im 20. Jahrhundert. Das ist so hier die Grundbotschaft.
Na, auch da denke ich, diese ganzen Verläufe ist was, was euch bekannt ist. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so im Detail drauf ein. Na, worauf heute viel rumgehackt wird, der Taylorismus oder Scientific Management. Eigentlich erstmal eine große Leistung des letzten Jahrhunderts, nämlich Arbeit sozusagen wissenschaftlich zu durchdringen und Wissensprinzipien auf Arbeit anzuwenden. Taylor hat Time and Motion Studies gemacht, um den besten Weg, eine Aufgabe zu verrichten, rauszufinden. Das hat ihn dann letztendlich in die Lage versetzt, sowas wie eine Massenproduktion aufzubauen, wo man Arbeitsabläufe sehr kleinteilig zerlegt. Leute, die bisher vielleicht wenig oder sehr schlecht qualifiziert waren, sehr schnell in einzelne Arbeitsschritte einarbeiten kann und damit sozusagen eine Organisation schaffen konnte, die was Überdurchschnittliches leistet, obwohl sie nur durchschnittliche Mitglieder sozusagen hat. Wurde dann auch sehr schnell schon kritisiert. Wer es nicht kennt, es gibt den Film Moderne Zeiten mit Charlie Chaplin Anfang der 30er Jahre. Gibt es auf YouTube komplett zum Nachschauen, ne, weil diese Art und Weise, Arbeit zu gestalten, natürlich auch sehr stark entmenschlicht. Also wird tatsächlich als Mensch so als Teil einer Maschine gesehen. Ist dann die Human Relations Bewegung daraus entstanden, Hawthorne Experimente, das ist alles schön in Wikipedia dokumentiert. Und dann gab es im Lauf der Zeit so ein paar Brandbeschleuniger, die sozusagen dazu geführt haben, dass man so mechanistisch eigentlich Organisationen nicht mehr denken kann. Das ist zum einen mal, habe ich oben abgebildet, die Digitalisierung. Also 50er, 60er Jahre ist der Transistor erfunden. Das ist die Basis für Computerchips. Da gibt es das Moore'sche Gesetz, Verdopplung der Rechenkapazität auf so einem Chip alle 18 Monate. Und ihr kennt es vielleicht von dem Reiskorn-Experiment mit dem Kaiser. Na, wenn man auf dem Schachbrett aufs erste Feld ein Reiskorn legt und das immer verdoppelt, dann kriegt man sozusagen so ein exponentielles Wachstum. Können wir uns als Menschen nicht so gut vorstellen. Aber das wächst eben genau so wie diese Kurve, die man hier sieht, ne? Nämlich sehr, sehr steil. Erstmal flach, aber im Prinzip konnte man 60er, 70er Jahre, wenn man daran geglaubt hat, dass dieses Moore'sche Gesetz bestehen bleibt, prognostizieren, dass es sowas wie eine KI, die den Go-Master schlägt, irgendwann geben wird. Na, und das geht dann in der Steigung der Kurve sehr schnell. Im einen Jahr kann die das vielleicht noch nicht und im nächsten Jahr ist man schon so viel weiter in der Kurve, dass das eben funktioniert. Zweiter Punkt ist sozusagen die Anzahl der Menschen auf unserem Planeten. Ist nicht ganz so schnell die Verdopplung, aber ist auch eine exponentielle Kurve. Könnt ihr euch mal so googeln nach Bevölkerungsentwicklung, kann man das schön sehen. Prognose ist, dass das mindestens bis 2050 mal so weitergehen wird. Das heißt, wir verdoppeln sozusagen die Anzahl der Gehirne auf dem Planeten ständig. Und gleichzeitig machen wir noch was, was man als Urbanisierung bezeichnen kann. Also das heißt, wir verdichten diese Gehirne in Städten. Und das führt dazu, was man im Wissensmanagement Knowledge Spillover-Effekt nennt. Also es kommen einfach Leute zusammen, die schmieden Ideen, die haben neue Gedanken, daraus entstehen Innovationen und dadurch entwickelt sich Wissen sozusagen auch sehr viel schneller weiter. Ne, Paradebeispiel vielleicht sowas wie das Silicon Valley, wo ich angefangen von Forschungseinrichtungen, Unis, Startups, Geldgeber, sozusagen alles geografisch an einem Ort habe. All das führt dazu, dass wir uns heute in sowas befinden, was das amerikanische Militär Anfang der 90er Jahre mal als VUCA-Welt bezeichnet hat, nämlich als eine Welt, die sehr unvorhersehbar ist, die komplex ist, die ambig ist, die verletzlich ist, merkt man gerade, sitzen alle im Homeoffice, weil auf einmal irgendwie so ein kleines Eiweißmolekül über den Planeten läuft. Na, und das letztendlich übersetzt heißt, es ist ja nichts anderes, als dass ich Organisationen, aber auch meine eigene Arbeit nicht mehr betrachten kann als jetzt bin ich ausgebildet und fertig, sondern ich muss eben lebenslang dazulernen, sowohl als Individuum als auch sozusagen dann als Organisation, was die Summe der Learnings der einzelnen Mitglieder ist. Gehen wir mal eins weiter. Na, auch da geht es auch nicht lang drauf ein. Es gibt diese Halbwertszeit des Wissens, habe ich mir mal eine Kurve rein, auch wenn das natürlich schwierig ist, Halbwertszeit in Anführungszeichen, weil man die nicht so genau messen kann. Aber wenn man mal guckt, um welches Wissen geht es, also was wie Schulwissen, die obere Kurve, das entwickelt sich vielleicht nicht so rasant. Na klar, es gibt neue Erkenntnisse in der Geschichte, gibt mal eine neue Auflage des Geschichtsbuchs und so weiter. Aber das ist doch recht stabil. Na, interessant wird es, denke ich, dann eher in diesen unteren Bereichen, also sprich hier bei Technologiewissen, IT-Fachwissen. Na, da sieht man, dass die Kurven viel, viel flacher sind. Das ist bei mir im Studium schon gemerkt, als ich angefangen habe, in der Praxis als Werkstudent zu arbeiten. Vieles, was man im Studium gehört hat, war da schon wieder ganz alter Wein. Und man musste sozusagen komplett neue Dinge lernen. In der Uni hat man sozusagen zu lernen und so die Anknüpfungspunkte im Hirn, um dann eben das Neue auch aufnehmen zu können. Aber relevant war eigentlich nicht der Stoff direkt, sondern eher sich in die Lage zu versetzen, eben kontinuierlich dazu zu lernen. Das gilt für
einzelne Bürger, also nehmen wir mal so das ganze Thema der Wissensrepublik Deutschland, der Merkel mal mit der Bildungsrepublik tituliert, oder auch das Thema Europäische Union, da war 1996 schon das Jahr des lebensbegleitenden Lernens. Also das ist einfach der Erfolgsfaktor fürs laufende Jahrhundert. Und jeder, der das gut überstehen will, der sollte sich sozusagen mit den Themen auseinandersetzen. Ja, ein bisschen die Problematik hier aufgezeigt anhand von so einem Zeitstrahl. Wenn man mal so guckt, von Cradle to Cradle, sagt man in der Nachhaltigkeit, also von der Wiege bis zur Bahre, wäre ja eigentlich so dieses lebenslange Lernen. Wir haben uns in LernOS mal so fokussiert auf den Zeitpunkt, wo man so vielleicht anfängt, im Gymnasium zu sein, weiterführende Schule zu sein, Ausbildung zu machen und dann so rechts, 77 bis 82, so die durchschnittliche Lebenserwartung, also tatsächlich halt bis zum Tod lebenslang. Da hat man ein bisschen die Problematik, dass, wenn man hier mal so guckt, eigentlich das formelle Lernen in dem Moment, wo ich aus dem Schulsystem austrete, zu Ende ist. Und da sozusagen sich niemand mehr drum kümmert, was ich lernen muss und ich eigentlich so ins kalte Wasser in der Arbeit geschmissen werde. Und wenn von lebenslangem Lernen die Rede ist, ist das oft dann eher so der hintere Aspekt, also hier die 67, wenn ich in Rente gehe, da hört man dann drum, es geht darum, Senioren irgendwie den Zugang zu Kursen an der Uni oder der Volkshochschule zu ermöglichen. Und diesen ganzen Teil zwischendrin blendet man eigentlich aus. Die Zeit, wo man bei verschiedenen Arbeitgebern ist, mal Phasen hat, wo man vielleicht nicht arbeitet und Sabbatical ist, aber ja vielleicht auch irgendwie was lernen kann. Und da geht es eigentlich so drum, in diesem LernOS-Mindset zu sagen, Lernen ist nichts, was ich in der Schule mache und in der Arbeit nicht oder was ich nur dann mache, wenn ich einen Kurs belege, sondern eigentlich geht es darum, das ganze Leben über zu lernen und eben auch selbstgesteuert zu lernen. Das gibt niemand in der Firma, keine Personalabteilung, keine Trainingsabteilung, die die Verantwortung für meinen lebenslangen Lernprozess übernimmt. Das muss ich für mich selber machen. Vielleicht als kleiner Veranstaltungstipp, der Holger Gehlhausen macht heute Abend so ein Mini-Barcamp, 17 bis 21 Uhr, glaube ich, zu lebenslangem Lernen. Da geht es genau um dieses Thema. Genau. Ja, dann ein bisschen anknüpfend. Michael hat es ja schon gesagt, LernOS gibt so verschiedene Varianten der Bedeutung. Zunächst mal, und das ist vielleicht der Kern des Namens, ist LernOS die Zukunftsform von Lernen in Esperanto. Also Mi Lernos heißt, ich werde lernen. Mi Lernos heißt, wir werden lernen. Und das ist für uns so quasi die Brücke zum Thema lebenslanges Lernen oder eben lernende Organisationen. Natürlich mit Esperanto, also der Weltsprache, so das Signal, das gilt für alle Bürger auf der Welt, also alle 8 bis 9 Milliarden, die wir heute haben. Na, hinten groß geschrieben, das war Michaels OS für iOS. Hier haben wir ursprünglich mal Organisationssystem genannt, weil Betriebssystem natürlich schon wieder so klingt, als ob ich Menschen so als Algorithmen oder Maschinen sehe. Das hat aber irgendwie überhaupt niemand verstanden. Deswegen heißt im Moment die Hookline eben Betriebssystem für lebenslanges Lernen und Lernorganisationen. Und dieses große OS soll eben symbolisieren die Bedeutung der Digitalisierung für das Lernen. Das merkt man ja jetzt in Corona-Zeit. Es ist relativ einfach möglich, durch Digitalisierung Lernprozesse von Ort und auch Zeit zu lösen. Und das ist so wichtig, dass obwohl wir im Wissensmanagement sagen, Mensch, Organisation, Technik sind 3 Säulen, die man gleichermaßen betrachten muss, doch diese Technik und dieses Digitale einfach eine Sonderrolle spielt, die wir versucht haben, mit diesem OS zu hervorzuheben. Die 3 Punkte im Logo stehen genau für diese Ebenen. Das ist ja eigentlich klassische Wissensmanagement, das persönliche Wissensmanagement vom teamorientierten Wissensmanagement, also sprich so Lessons Learned Workshops, wie organisiere ich meine Abteilungsablage und dann eben dem organisationalen Wissensmanagement, seien das soziale Intranets, Wissensbilanzen, all solche Dinge zu unterscheiden. Und das wollen wir auch in LernOS so machen. Das ist nur nochmal der Link. Also das sind so diese 3 Interpretationsvarianten des Namens und des Logos. Auch das hat Michael schon erzählt. Im Prinzip ist der Punkt, wo wir angefangen haben, über LernOS zu sprechen, ist Anfang 2016. Wir sind am 21. Dezember 2001 gegründet. Und dann stand so die 15-Jahres-Feier an. Wir haben uns Anfang des Jahres überlegt, sozusagen, was machen wir die nächsten 15 Jahre. Und wie man hier so sieht, haben wir so ganz verschiedene einzelne Projekte gemacht. Also wir haben ja angefangen mit dem Thema Expert Debriefing Wissensbewahrung, zunächst am Fraunhofer Institut, ein bisschen bei BMW, dann ist es zu
Audi geschwappt, wo wir das richtig ausgearbeitet haben, ist dann von dort als Wissensstaffette zu VW gegangen, hat sich von da verbreitet in vielen Organisationen. Dann haben wir mit Bosch den Praxisleitfaden Wissensmanagement gemacht, wo so Community Management Ursprünge schon drin sind. Haben mit Schaeffler lange ausführlich gearbeitet, mit Elektrobit. Und die einzelnen Projekte, das ist, was uns ein bisschen umgetrieben hat im Strategie-Workshop. Da waren immer einzelne Facetten des Wissensmanagements im Fokus. Also da ging es mal um Wissenslandkarten, mal um Wissensstrategien, mal um Communities of Practice, mal um Wikis, mal um Lessons Learned, Wissensbewahrung. Aber es kommt doch selten vor, dass so eine Organisation mal auf einen zukommt und sagt, arbeitet mal mit uns 10 Jahre zusammen, damit wir uns in eine idealtypische lernende Organisation verwandeln können. Und das war eigentlich so die Idee, dass wir Zeit darauf verwenden müssen, sozusagen diese ganzen Fragmente, Bruchstücke aus den Einzelprojekten mal zusammenzufassen in einen geschlossenen Ansatz, den man natürlich nicht, vielleicht wäre es schön gewesen, sich mal ein paar Jahre rauszuziehen aus dem operativen Geschäft, aber das können wir nicht machen. Wir haben nach wie vor mit vielen einzelnen Organisationen Projekte, die müssen weiterlaufen, aber wir haben so einen Freitag-Lerntag, also so eine Art 20%-Zeit. Ich habe dann gesagt, lass uns mal einen Zeitraum von 6 Jahren, das ist quasi 21.12.2016 bis 2022, verwenden, um das in den geschlossenen Ansatz zu dokumentieren. Und das sind sozusagen Beispiele für diese, mittlerweile sind es, glaube ich, 342 Projekte, die wir jetzt so nach und nach ausgraben und da die ganzen Elemente und Good Practices rausziehen und dieses LernOS-System überführen. Genau, was vielleicht noch wichtig ist, 3 Punkte habe ich schon gesagt. Es gibt diese Beschreibung in Leitfäden, das nennen wir LernOS Core, also der Kern, der beschreibt sozusagen das individuelle, das teamorientierte, das organisationale Wissensmanagement. Es gibt zusätzlich noch, das haben wir mal LernOS Toolbox genannt, das ist ein Werkzeugkasten mit weiteren Leitfäden, die mit Methoden und Tools, die man sozusagen im Kontext des Wissensmanagements brauchen kann. Also wenn ich jetzt feststelle, als Team, wir müssen mehr tun, um Erfahrungswissen zu bewahren, dann gibt es meinetwegen den Expert-Debriefing-Leitfaden, da kann ich dann innerhalb von einem Quartal erlernen, wie ich selber so einen Wissensbewahrungsprozess durchführen kann. Also da ist so die Idee, der Kern beschreibt, wie gehe ich so prinzipiell vor, und in der Toolbox hole ich mir dann einzelne Tools und Methoden, die ich dann situativ brauche. Da ist vielleicht die Parallele zum Betriebssystem sehr klar. Das heißt, ihr habt ein Windows oder ein macOS oder ein Linux auf eurem Rechner. Der eine macht Musik, der holt sich ein Musikprogramm. Der andere macht Grafik, holt sich ein Grafikprogramm. Und der dritte will Texte schreiben, der macht halt Textverarbeitung. Das ist so das Zusammenspiel vielleicht zwischen Core und Toolbox. Genau. Dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie kommt man da ran an die Leute? Also, weiß nicht, ob ihr das kennt, diese sogenannten Square Wheel Man. Das sind hier 2 Männer, die einen Kahn schieben mit einem rechteckigen Rad, was natürlich nicht gut geht. Und dann kommt jemand und sagt, hier, vielleicht kann die oder die Methode helfen, ein rundes Rad. Aber die 2 sagen, sie haben keine Zeit, sich mit zu beschäftigen, weil sie den Wagen schieben müssen, nicht sehen, dass ihnen das runde Rad natürlich viel Arbeit sparen würde. Das heißt, die Idee in LernOS ist quasi, in den Leitfäden immer so Grundlagen zu vermitteln und dann über einen Zeitraum von einem Sprint, komme ich gleich noch drauf, also von 3 Monaten, mit kleinen Übungen Leute Dinge lernen zu lassen, dass sie Schritt für Schritt merken, in meinem Arbeitsalltag verbessert sich was. Also wie so ein Selbstlernprogramm, wo ich mir selber Dinge beibringen kann, ein Schritt nach dem anderen sozusagen Stück für Stück. Genau, da können wir jetzt auch mal ein bisschen reinschauen. Ich würde in diese 2 Felder, weil das sind welche, die das LernOS für dich, also auf individueller Ebene, da gibt es jetzt schon die Version 1.6 von dem Leitfaden. Organisationen kommt nächste Woche mit dem LernOS Camp die nächste Version raus. Und da würde ich euch jetzt mal ein bisschen reinführen. Ich hatte vorhin schon gesagt, anhand dieser Zeitstrahl, da finden sich wahrscheinlich alle wieder, Schule, Primarausbildung, und so weiter, tertiär, also geht irgendwann bis Anfang 20er, vielleicht Mitte 20er Jahre. Ja, dann gibt es so diese Quartärausbildung, also das nennt man sozusagen die Weiterbildung in der Organisation. Das ist meist schon viel weniger. Ja, und wenn man da so Kurven drüber legt, kann man im Prinzip sagen, in der ersten Zeit des Lernens, im Fokus lebenslanges Lernen, ist das alles sehr fremdgesteuert. Also wenn man an die Schule denkt, man hat einen Lehrer, der hat einen Lehrplan, den kenne ich als Schüler gar nicht, der macht den Stundenplan, der vermittelt Stoff, ich mache irgendwelche Aufgaben, aber mir ist eigentlich gar nicht bewusst, ich stecke mir kein Lernziel selber oder so, sondern das kommt so auf mich zu.
Theoretisch sollte das dann mit der Uni eigentlich immer selbst organisierter werden. Stecke jetzt in dem Uni-Geschäft nicht ganz so drin, aber kann man sagen, dass mit so Sachen wie dem Bologna-Prozess ja auch die Uni und die Hochschulen immer verschulter werden, also da auch viel vorgegeben wird. Man kann sagen, dass die Leute eigentlich tendenziell eher weniger als mehr auf selbstorganisiertes und selbstgesteuertes lebenslanges Lernen vorbereitet werden. Ja, aber die Grundidee ist, dass so wie das fremdgesteuerte Lernen quasi nach unten geht im Lauf der Biografie, muss ich mir selber einen Prozess überlegen, wie ich mein selbstgesteuertes Lernen dann sozusagen selber organisiere. Na, wie kann man das machen? Die Idee ist, dem Scrum entliehen. Ja, wir haben mit Frank zum Beispiel jemand, der in dem Thema Scrum sehr lange drin ist. Viele von euch wissen das vielleicht nicht. Scrum geht auf Nonaka zurück. The New Product Development Game ist ein Nonaka-Paper von 89. Das ist die Quelle, wo der Begriff Scrum das erste Mal herkommt und wo Ken Schwaber und Co. sozusagen das entlehnt haben. Mit dieser Idee aus dem Football, ne, wo ich nicht linear ein Spiel durchspiele, sondern ich mache immer einen Spielzug, komme als Team wieder zusammen und plane den nächsten. Ne, das ist Scrum im Football. Und so kann man das im Prinzip jetzt auch aufs Lernen übertragen. Der Vorschlag in LernOS ist, dass man 13 Wochen als Sprintlänge verwendet. Das einfach deswegen, damit ich ein Jahr sehr schön in 4 Quartale zerlegen kann. Ne, so wie so ein Quadmester. Wenn man will, kann man es auch in Halbjahre zerlegen. Aber Standardempfehlung ist eben mal, da 13 Wochen zu nehmen. In dem LernOS für dich Leitfaden geht es darum, ich habe schon Toolbox genannt. Natürlich gibt es ganz viele neue Tools und Methoden. Kennt ihr alle, soziale Netzwerke, LinkedIn, Office 365, aber auch methodenseitig, Design Thinking, Scrum, Liberating Structures. Also dieser Toolset-Bereich ist sehr wichtig. Aber aus unserer Sicht ist es eben auch wichtig, das Mindset und das Skillset auszubauen. Daraus wird eigentlich dann das Rad, ne, was wir vorhin bei den Square Wheel Man gesehen haben. Also Mindset, dieses: Wie gehe ich überhaupt an mein Lernen ran? Mit welchen Hypothesen? Ja, gibt es so sehr bekannt das Thema Growth Mindset zum Beispiel. Das Gegenteil der Einstellung, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also was ich in früher Zeit nicht gelernt habe, lerne ich nie mehr. Sondern zu sagen, jederzeit kann ich eben Neues dazulernen. Ja, gibt es mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, sowas wie Neuroplastizität oder auch so Sprüche wie Use it or lose it zum Gehirn. Also wenn ich meine Lernapparatur kontinuierlich anstrengend, dann funktioniert die auch bis ins hohe Alter, bis hin mit anderen Eigenschaften, aber es ist nicht so, dass man sagt, es gibt irgendwie so ein Alter, ab dem ich nichts mehr lerne. Also da würde ich sogar fast sagen, das Mindset ist mit das Wichtigste, weil wenn ich dieses Mindset habe, fange ich automatisch an, mich mit neuen Tools oder auch notwendigen Fähigkeiten zu beschäftigen. Na, beim Skillset sozusagen Fähigkeiten, die ich habe, da verwenden wir in LernOS jetzt recht viele Standards. Also zum Beispiel das 4C-Modell, wenn ihr da mal reinlest in den Leitfaden. Also was sind so die 21st Century Skills, sagt man auch im Englischen, ne, wo so der PISA-Test drauf aufbaut, Andreas Schleicher, OECD und so weiter. Ne, wo man einfach sagt, sowas wie kritisches Denken, Kreativität, das steckt so hinter diesen 4C. Das sind eigentlich die Fähigkeiten, die ich jetzt im 21. Jahrhundert brauche. Das sind natürlich genau die, die Maschinen und Machine Learning und KI eben nicht so einfach übernehmen können. Also wenn ich heute quasi mein berufliches Profil oder mein Professional Profil auf Skills aufbaue, die erinnert euch an die exponentielle Kurve, in 10 Jahren meinetwegen ersetzt werden können durch KI, dann habe ich natürlich dann ein Problem. Und vielleicht eins, was sich auch gar nicht mehr rückgängig machen lässt. Das heißt, entweder bin ich dann arbeitslos oder ich habe eben einen sehr schlecht bezahlten Job, einfach weil ich ständig dagegen kämpfe, dass mir jemand sagt, naja, dann kaufe ich halt eine Maschine, wenn du so teuer bist. Also das ist dieses LernOS-Wheel. Na, im Kern die Methodik, also die man lernt, wenn man LernOS für dich macht, ist so eine Zusammenbau aus 4 verschiedenen Zutaten oder Methoden. Scrum hatte ich schon erwähnt. Das ist einfach diese Taktung in den 13 Wochen, Woche 0 sozusagen, immer ein Planning zu machen, dann sozusagen den eigentlichen Lernprozess in 11 Wochen sich zu überlegen oder eben zum Leitfaden durch Übungen zu durchlaufen. Da sind die Übungen fertig drin. Und dann in Woche 12, also wenn ich ab 0 zähle, ist 12 die 13. Woche, eine Retrospektive zu machen, wo ich reflektiere, habe ich das gelernt, was ich lernen wollte? Muss ich vielleicht noch einen Sprint dranhängen, weil ich noch tiefer rein muss? Aber auch auf der Metaebene zu reflektieren, hat so der Lernprozess für mich gepasst von der Zeit, wie ich den organisiert habe? Habe ich alleine gelernt? Habe ich in einem Lerntandem gelernt? Habe ich in einem Circle mit 4, 5 Leuten gelernt?
Das ist sozusagen das Grundgerüst. Na, und dann gibt es den Zusammenbau aus drei Einzelmethoden. Zum einen mal Objective and Key Result. Das ist eine recht alte Methode, geht auf Intel zurück in den 80er Jahren. Auf den John Doerr gibt es einen schönen Google-Talk auf YouTube, könnt ihr euch anschauen, wenn es euch interessiert. Das ist im Prinzip die Erkenntnis, dass so ein jährlicher Zielvereinbarungsprozess in einer recht wissensintensiven Industrie viel zu undynamisch ist. Also da reicht es nicht, einmal im Jahr nur über Ziele zu sprechen, sondern es ist ähnlich wie bei Scrum, wo ich eben in viel kürzeren Abständen plane, muss ich das im strategischen Zielmanagement auch machen. Ja, und Objective and Key Results haben wir ausgewählt, weil das eben genau auch in diesem Quartalstakt läuft. Also das heißt, Google ist ein prominentes Beispiel, Zalando, also eigentlich die ganzen Hightech-Startups, aber auch Google ist ja schon kein Startup mehr, die so aus diesem Innovationsbereich kommen, haben eigentlich alle OKR im Einsatz. Im Konzernbereich wird auch experimentiert. Telekom macht damit einiges, Deutsche Bahn. Da könnt ihr mal googeln und mal nachgucken. Und wir haben es gewählt, auch um zu synchronisieren über die drei Ebenen. Also wenn ihr denkt an die Ebene Organisation, Team und Individuum, dann brauche ich irgendwie ein Element, was Ziele und dann auch Lernziele synchronisieren kann. Dafür ist eben OKR sehr gut geeignet. Zusätzlich bringt es noch sowas mit wie maximal 5 OKRs pro Quartal. Davon dürfen maximal 3 Top-Down kommen, 2 Bottom-Up. Ja, das ist sehr schön, weil damit automatisch ich einen Prozess eingebaut habe, dass Wissensarbeiter auch eigene Ziele verfolgen können. Ja, so Stichwort Google 20% Zeit, Lernzeit, die ich habe. Und die Forderung, dass alle OKRs transparent sind. Also ich kann die Ziele des Google-Vorstands im Intranet einsehen. Das ist nicht so was Verstecktes, was in irgendwelchen Protokollen von Mitarbeitergesprächen irgendwie verborgen ist, sondern ich sehe von jedem Team, von jeder Organisation, von jedem Geschäftsbereich die Ziele quasi offen. Genau, zweite, auch was schon recht abgehangen ist, Selbstorganisationsmethodik. Da haben wir auch seit 2005 oder so unser Training persönliches Wissensmanagement schon darauf basieren, das Thema Getting Things Done von David Allen. Das ist so ein 5-stufiger Prozess. Geht sozusagen von der Hypothese aus, dass auf so einen Wissensarbeiter ganz viel Stuff, nennt das David Allen, einprasselt. Also man kriegt Themen zugeworfen, Newsletter, der Kunde sagt was, der Chef sagt einem was. Und die muss man für sich selber ordnen. Und in diesem Prozess sozusagen geht es darum, Mind Like Water, also jede Woche erneut sozusagen das eigene Gehirn zu leeren, die Dinge irgendwie zu erfassen in einem System, dem ich vertraue. Da werden dann verschiedene Listen geführt und Kalender gepflegt und so weiter und das halt sehr systematisch zu machen, gleichzeitig auch 1 bis 2 Mal im Jahr auf so strategische Ebenen zu gehen. Das sind so 6 Levels of Horizon gibt es da, natürlich so von Tagesgeschäft, was mache ich so wöchentlich, monatlich, bis hin zu, was ist der Sinn meines Lebens und in welche Richtung soll ich gehen, habe ich eigentlich die richtige Arbeit aktuell, also Stichwort Purpose-Driven Work oder Organization. Steckt da in Getting Things Done drin. Gibt es auch ganz viel im Internet, also wenn das tiefer interessiert, auch gerne mal googeln danach. Na und dann ein bisschen neuer, das gibt es so seit, Wort ist das erste Mal 2006 aufgetaucht, dann ein Blog, der das definiert, 2010 und dann hat John Stepper so ein Selbstlernprogramm draus gemacht, das ganze Thema Working Out Loud, gibt es so seit 2014, 2015. Das ist einfach der Ansatz zu sagen, ich muss ja nicht alles, was ich lernen will oder machen will, mir selber neu überlegen, sondern ich kann ja von Erfahrungen von anderen profitieren, indem ich einfach mir ein strategisches Netzwerk aufbaue aus Leuten, die so ähnliche Themen haben wie ich, die Dinge getan haben, die ich vielleicht auch mal tun muss, da sogenannte Contributions mache, also denen auch mal was Gutes zukommen lasse, ihnen Wertschätzung zeige, damit dann, wenn ich ihre Hilfe brauche, sie mir auch helfen und ich vielleicht eine Präsentation, die ich halten muss, nicht von Grund auf machen muss, sondern von jemand anders schon was bekomme. Und da dann eben drauf aufbauen kann. Oder ich sehe einen Ragnar gerade im Chat. Ragnar ist so Profi, was das Thema Livestreaming angeht. Wenn ich jetzt so einen Livestream machen müsste, klar kann ich das alles selber mir ausprobieren. Ich kann auch einen Ragnar mal anrufen und mal sagen, was sind so deine Tipps und Tricks? Da bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit viel, viel schneller als. Also das ist so der Zusammenbau. Das sind nochmal so diese Details von den Methoden, da geht es nicht drauf ein, da wird man jetzt zu lang brauchen. Wie gesagt, der Leitfaden ist ja offen verfügbar, alle Lernungsleitfäden sind unter einer offenen Content-Lizenz im Internet verfügbar, da könnt ihr euch da gern mal einlesen. Ich habe in die Folien mal noch so Detailfolien reingenommen, die Getting Things Done erklären, diese 6 Levels of Horizon nochmal darstellen,
auch so ein bisschen die Inhalte aus dem Leitfaden. Da arbeitet man in einer Übung mit so einem Canvas, den man ausfüllen kann. Deswegen mal reingenommen, damit ihr da so ein bisschen eine Idee habt, was da drinnen steckt. Ohne jetzt aufs Detail einzugehen, wenn es jemand im Detail interessiert, können wir das dann gerne in der Frage-Antwort-Runde dann noch machen. Ja, der Memex, ich weiß nicht, wer den kennt, Memory Extender, also so eigentlich die David Allen-Grundidee, Sachen, die ich oft brauche, aus meinem Hirn rauszubringen und in einem System, den ich vertraue. Das geht zurück auf ein Paper, ich glaube 1945, von dem Vannevar Bush, das war der Dean von der Stanford University. Ja, und er hat euch hier so einen mechanischen Schreibtisch konstruiert mit so zwei Monitoren, die man stehen hat, und so einer Durchlichtplatte, da kann man Dinge scannen, so ein Steckbrett hier, alles mechanisch natürlich. Ja, und da kann ich sozusagen die Sachen aus meinem Hirn speichern, die ich später mal irgendwann wieder brauche. Ja, und das ist eigentlich was, wo so das Web, das Internet, Wikis so erste Implementierungen waren. Heute hat jemand sowas mit Evernote, mit OneNote quasi in der Westentasche. Ja, viele Arbeitsplätze haben mittlerweile die zwei Bildschirme, also man kann so sagen, knapp 100 Jahre später ist so eine Vision dann Realität geworden. Im LernOS für dich kommen dann eben auch Templates mit, wie ich dann so ein Memex für mich aufbauen kann, zum Beispiel in OneNote, was halt aktuell sehr viel verwendet wird. Genau. Da springe ich mal drüber. Das sind nur Details. Genau. Dann vielleicht ein paar Sätze noch zum organisationalen Wissensmanagement. Ich habe mal Ausblick dazu geschrieben, weil wir da jetzt eben gerade erst dran sind. Ziel ist Ende 2020 eine Version 1.0 zu haben. Aktuell sind wir da auf einer Version 0.7. Trotzdem will ich euch so einen kleinen Einblick mal geben. Vielleicht gerade aus dem Wissensmanagement-Kontext. Wir hatten ja mal so eine Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo man noch so die Idee hatte, man bräuchte irgendwie eine Wissensmanagement-Abteilung, ne? Vielleicht als so Teil des Organigramms hier, so eine Stabsstelle, so wie HR. Manche hatten den Wunsch, vielleicht sogar so einen Chief Knowledge Officer zu haben, der dann idealerweise auch auf Board-Level aktiv ist, also dem Thema Wissen einen Vorstandsposten zu geben. Weiß ich nicht, wie ihr das seht. Meine Einschätzung ist, dass das eine Sackgasse war. Also das hat A, irgendwie noch nie so richtig funktioniert. Das Beste, was man hatte, war mal so Business-Management-Abteilungen, die dann wenigstens 10, 20 Leute groß waren. War oft aber bei Organisationen mit 50 bis 100.000 Mitarbeitern, und dann kamen so verschiedene Krisen und irgendwie hat sich das nicht gehalten. Also muss man Peter Heißig mal fragen. Ich glaube, der hat ein bisschen Überblick, wie viele Organisationen, neue Wissensmanagementabteilungen entstehen. Aber im Prinzip ist unsere Idee eher, dass dieses Thema systematischer Umgang mit Wissen und Lernen in die gesamte Organisation einsickern muss. Das ist sicher interessant, da so Verantwortliche zu haben, so wie es das Qualitätsmanagement auch macht. Ja, da gibt es ja kein Qualitätsmanager, sondern es gibt einen Beauftragten der obersten Leitung, heißt es im Originaltext. Das heißt, es wird mal jemand von der obersten Leitung die Ansage gemacht, du kümmerst dich mal drum, dass wir Umfelder gestalten, in denen gute Qualität gedeiht, aber die Verantwortung für die Qualität liegt eigentlich bei den Leuten selber. Und genauso sehe ich es auch beim Wissensmanagement. Da haben wir auch, was kann ich mal, das Datum war, wo wir die erste Version vom Wissensmanagement-Glossar gemacht haben, lange gerungen, um dann zu sagen, es gibt keinen Wissensmanager, wenn überhaupt ist das die Führungskraft eines Wissensarbeiters. Aber es ist keine gute Idee, sozusagen zu suggerieren, dass es so zentral jemand gibt, der sozusagen das Wissen der ganzen Organisation managen kann. Ja, wenn ich das nicht habe, ist die Frage, in was muss ich denn überhaupt einsickern? Da verwenden wir in dem LernOS für Organisationen das sogenannte Dual Operating System von John Cotter, so ein Change Management Experte. Der hat mal gesagt, es gibt so zwei Seiten einer Organisation, die man betrachten muss. Die formelle Organisation, er nennt es die Hierarchie. Wenn das interessiert, gibt es ein sehr schönes Video von Ihnen, so 8-9 Minuten, Accelerate heißt das auf YouTube. Ja, formelle Seite der Organisation, sozusagen all das, was irgendwie formalisiert, bürokratisiert ist, angefangen bei der Hierarchie, also der Aufbauorganisation, ne, in Abteilungen, Geschäftsbereiche, Rollen, Stellen und so weiter, ne, mit klaren Reporting-Linien und so. Dann natürlich der Ablauforganisation, ne, die vielleicht so Mitte des letzten Jahrhunderts angefangen hat, immer wichtiger zu werden. Ne. Toyota ist ein großes Beispiel, das ganze Thema Lean Management, also die Idee, wenn ich sozusagen einen Prozess habe, der durch so eine Hierarchie durchläuft, dann hat er ganz viel Verlust, ne, weil jede Abteilung so ein lokales Fürstentum oder Lokaloptima versucht auszuprägen. Und das ist natürlich im Sinne des Durchlaufs, der Effizienz nicht das Beste. Und natürlich vielleicht beginnend mit
der Mondlandung in den 60ern das ganze Thema Projektmanagement, also Projektorganisation für all die Dinge, die ich anders als Prozesse nicht ständig mache, sondern die ich eben nach Definition eines Projekts nur einmal mache. Und dann auch gehört auch zu dem Lernen dazu oder zur formellen Organisation dazu die Trainingsorganisation, die ja in vielen Organisationen oder Unternehmen im weitesten Sinne noch so aussieht wie so eine Volkshochschule. Also das heißt, es gibt Kurse, es gibt einen Weiterbildungskatalog, es gibt Umfragen, wie sind die Bedarfe, und dann werden da eben Kurse angeboten, digital oder in Präsenz, ne, so E-Learnings oder Webinare, aber eben auch alles formell. Da muss ich erstmal mit dem Wissensmanagement überall rein, also angefangen bei der Bewusstseinsbildung, bei den Führungskräften, bei den ganzen Leuten, die Prozesse gestalten, ne, wo ich mir in jedem einzelnen Prozess überlege, ist der wissensintensiv, was sind die Stellen. Gibt es ja von Professor Gronau diesen Ansatz, Nonaka Seki mit Prozessmanagement zu verknüpfen, also zu sagen, wie identifiziere ich systematisch wissensintensive Stellen in Prozessen? Wie sorge ich dafür, dass, wenn ein Prozess durchgelaufen ist, ich die Erkenntnisse, die Lessons learned in die nächsten Durchläufe bekomme? Das Gleiche bei Projekten, also Projekt-Kickoffs, Briefings, agiles Projektmanagement als Thema, Retrospektiven, Lessons learned am Ende. Und natürlich der ganze Trainingsbetrieb. Also all das sind Handlungsfelder für das organisationale Wissensmanagement, die wir in dem Lernweis für Organisationen betrachten wollen. Zusätzlich dazu, und das wird, glaube ich, immer wichtiger, das, was der Kotta einfach nur mit Network bezeichnet, wir haben es jetzt mal mit informeller Organisation bezeichnet, all das, was eben nicht in Organigrammen, Prozesslandkarten, Projektportfolios sichtbar wird, nämlich die ganzen informellen Netzwerke, Communities, ja, so Business Management, auch ein altes Thema, Communities of Interest, Communities of Practice, ja, wo ich eben dafür sorgen kann, dass Menschen sich zu Themen austauschen, Erfahrungen transferieren, die eben nicht am gleichen Standort sitzen, nicht am gleichen Thema arbeiten, aber mit einem ähnlichen Wissensgebiet zu tun haben. Bei Kotta, weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann in der Übertragung, gibt es die sogenannte Guiding Coalition. Das ist aus seiner Sicht eine sehr interdisziplinär zusammengesetzte Gruppe von Leuten, die eben diese Vision dieses Dual Operating Systems oder der zwei Seiten der Organisation Wirklichkeit werden lassen, die sich zusammensetzt aus ganz verschiedenen Playern, aus diesen Strukturen, die man in der formellen Organisation hat. Also das sind nicht andere Menschen, sondern Menschen, die gleichzeitig in beiden Teilen unterwegs sind. Und das wollen wir eben in LernOS auch verwenden, so, wenn man so will, als Ersatz zur Wissensmanagementabteilung. Als so eine Einheit, die sich eben auf die Fahnen schreibt, die Vision der lernenden Organisation umzusetzen, die dann vielleicht oft im Business Management ist, eher aus HR-Lern oder IT-Lern oder Qualitätsleuten besetzt ist, wo es aber halt eine ganz klare Anleitung und Hinweise gibt, wen man da eigentlich noch drin haben müsste, damit das tatsächlich irgendwie aus ganzheitlicher Perspektive eine lernende Organisation werden kann. Genau, da auch das hat Michael schon vorweggenommen, eben die Anforderung an den Leitfaden, dass alle, die diesem Leitfaden Lernen für Organisationen folgen, automatisch auch die Anforderungen aus der ISO 30401 erfüllen. Kann ich mal kurz rüberschalten. Ich habe so einen Blick hier in mein OneNote. Da gibt es so eine Seite, wo wir nummeriert mal alle Anforderungen, die mit Shell markiert sind in der 30401, das sind 44 in unserem aktuellen Dokument. Die werden sozusagen auf die Requirements in dem Leitfaden und das, was diese Learning Coalition sozusagen macht, gemappt. Und das heißt, wenn ich dem Leitfaden dann folge, dann muss ich nicht lange Normentexte lesen, die ja auch nicht so ganz ermunternd sind, sondern kann eben dem Leitfaden folgen. Und wer da gleichzeitig eben mit Themen wie Community Management, soziale Intranets, Enterprise Social Networks, Working Out Loud eben dann in Verbindung gebracht. Also ich sehe dann direkt, um die Anforderungen 23 zu erfüllen, gibt es die Möglichkeiten an Tools beispielsweise. Hier hast du gleich noch Fallbeispiele, hier hast du Ansprechpartner, die dir helfen können. Das ist so die Vision, hoffentlich bis Ende dieses Jahres dann. Genau, wen das tiefer interessiert, es gibt eine Webseite, cognion.de/lernos oder lernos.org. Es gibt eine Community, communitycognion.de, kann man kostenlos Mitglied werden. Da sind so aktuell irgendwas 1200 Leute aktiv. Dann gibt es einen Twitter, Hashtag lern_os oder eben der Hashtag lernos. Es gibt, das sehe ich gerade, das ist eine alte Folie, Corporate Learning Camp, das ist schon vorbei, das war im März.
Wir haben jetzt das LernOS Camp nächste Woche, 23.24.06. Und auch das ist alt, nicht in Bonn. Ich habe hier das T-Shirt an, steh mal auf. Hier steht nicht in Bonn, sondern im Neuland. Also wird natürlich auch digital stattfinden in diesem Tool Remo. Auch schon noch gehostet durch die Telekom. Also wir haben dort von der Madja, der Senior Vice President HR and Innovation bei der Telekom, wird mal erzählen, wie die das so mit lebenslangem Lernen in der Telekom sehen. Der Winfried Ebner wird was erzählen zu den Menschennetzwerken, also zum Community-Management-Ansatz bei der Telekom. Das ist der erste Tageshälfte. Zweiter Tag ist dann quasi klassischer Barcamp- und Workshop-Modus, wo eben die ganzen Einzelthemen dann behandelt werden. Wenn das interessiert, findet ihr auch unter cognin.de/lernos die Infos. Ich poste auch gleich nochmal in den Chat. Ja, soweit mal zu dem Durchflug. Keep calm and learn on, also lass den Kopf nicht hängen. Es geht darum, weiterzulernen. Ich weiß jetzt auch in der Krise, der eine oder andere ist vielleicht davon betroffen. Es läuft alles nicht so, wie man das gerne haben würde, aber es hilft alles nichts. Denn Lernen ist der wichtigste Weg, um sich aus so Krisen auch wieder rauszuziehen. Deswegen gebe ich euch das einfach mit. Ob ihr mit LernOS lernt oder irgendwie anders, ist eigentlich egal. Das soll ja nur ein Hilfsmittel sein. Wie gesagt, die ganzen Inhalte in den URLs, die sind alle frei verfügbar unter einer Creative Commons Attribution License. Das heißt, die könnt ihr einfach verwenden für eure Ansätze, könnt ihr auch verändern. Oft ist das so, dass man sagt, zu 80% passt, aber 10%, 20% muss ich noch ändern. Das ist einfach durch diese Creative Commons Lizenz problemlos möglich. Ja, damit bin ich am Ende. Den Chat hatte ich jetzt nicht mehr komplett im Blick, aber ich würde jetzt einfach mal den Michael und die Gudrun wieder mit auf die Bühne holen. Und ihr könnt natürlich gerne jetzt jederzeit, wenn es noch Fragen gibt oder Anmerkungen gibt, das in den Chat schreiben. Wenn ihr gerne auf die Bühne wollt, sagt auch kurz Bescheid. Dann können wir euch auch gerne mit auf die Fragen auch direkt machen. Wir sind eine einigermaßen überschaubare Gruppe. So. Ja, ja, hallo Simon. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bringe gerade mal Gudrun, du erlaubst, kurz vor und bedanke uns ganz herzlich bei dir für deinen wirklich spannenden Flug, wie du es genannt hast. Ich fand es sehr dicht, den Input. Bin hier und da so ein bisschen aus der Kurve fast geflogen, aber das liegt dann an mir und fand das einfach richtig, richtig klasse, diesen ersten Einblick. Magst du im Moment, Gudrun, was anmerken? Sonst können wir vielleicht irgendwie die Fragerunde öffnen. Ansonsten, ich hätte auch noch ein paar Fragen nach der Präsentation von Simon. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, Simon. Ich fand es großartig. Ich habe schon mal eine Präsentation von dir gehört. Ich glaube, wir haben ein kleines Echo. Ja. Michael, wenn du dich kurz mal mutest, ich denke, das müsste von dir einfach kurz, wenn du nicht sprichst, muten. Ich habe jetzt zum zweiten Mal eine Präsentation von dir mitbekommen, bin immer noch begeistert. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Erwachsenenpädagogin bin und mit dem Slogan lebenslanges Lernen aufgewachsen bin eigentlich. Was mich noch interessieren würde, vielleicht können wir da noch drauf eingehen, sind die Implikationen für die formelle Bildung, also für das Bildungssystem. Oder für die formelle Erwachsenenbildung. Ja. Was den Bereich des Selbstlernens angeht, ist alles klar. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ich gebe ja auch Kurse, ich gebe Seminare. Ich frage mich die ganze Zeit, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn man das alles in Rechnung stellt, was du gesagt hast, wie sich Wissen entwickelt und was Lernen heute eigentlich sein muss. Was bedeutet das eigentlich für die formalisierte Bildung? Also was muss eigentlich ein Erwachsenenpädagoge heute mit seinen Bildungsteilnehmern machen. Ja. Oder auch, was muss schon in der Schule passieren. Ansonsten nochmal ganz herzlichen Dank auch im Namen der gesamten Regionalgruppe. Das war toll. Und ich freue mich auch, dass wir die Folien von dir haben können. Und ich finde es auch toll, was ihr alles frei zugänglich auf eurer Webseite habt. Also ich denke, das ist, da werden wir uns wahrscheinlich in der Regionalgruppe auch noch weiter mit beschäftigen. Es gibt ja kaum ein Thema, was uns interessiert in der Regionalgruppe, was nicht auch bei euch in irgendeiner Form abgedeckt wird. Ne? Also vielen Dank. Ja, das ist auch die Idee, sage ich mal, hinter dem Open-Source-Ansatz, weil viele Leute haben coole Sachen. Ich glaube nicht so richtig an die One-Size-Fits-All-Lösung, dass einer mal aufschreibt, so ist es und so kann es jeder tun. Bei jedem Buch, was ich lese,
Man findet spannende Ideen, nimmt einen Teil für sich auf und ich glaube, das ist genau die Idee, möglichst viel bereitzustellen und jeder pickt sich halt raus, was er davon brauchen kann. Ja, genau. Wir haben hier im Chat eine Frage gehabt. Soll ich deine erst noch beantworten zu der Rolle der formalen Weiterbildung? Ja. Mhm. Wir versuchen ja in den letzten Jahren, ich habe gesehen, Andreas Matern ist auch dabei, ein bisschen die Brücke zu bauen zwischen Wissensmanagement-Community und der Corporate Learning-Community, also den Leuten, die eher so in den Weiterbildungsbereichen unterwegs sind. Das waren die letzten 2-3 Jahre, haben wir da versucht, immer so ein gemeinsames Jahresthema zu haben, weil unsere Erfahrung ist, dass die zwei Communities zwar eigentlich so mit dem gleichen Thema zu tun haben, aber es ist relativ wenig Berührpunkte in der Praxis. Mhm. Ich sage es deswegen, weil im Corporate Learning gibt es ein Modell, was sehr bekannt ist, das sogenannte 70-20-10 Modell. Und das sagt, dass von dem Wissen, was wir brauchen für unsere Arbeit, wir nur 10% durch formelle Weiterbildung erlangen oder formelle Ausbildung erlangen. 20% ist benannt mit Learning from Others. Also so, ich habe ein Problem, frage den Kollegen am Schreibtisch gegenüber. Und 70% durch, nennt sich Through Hard Jobs oder Tough Jobs. Also der Chef sagt einfach, das ist dein Projekt, mach das. Und wie ich mich da durchkämpfe, ist im weitesten Sinne mir überlassen. Ja, und so ein bisschen, also die Evidenzbasis, auf der das basiert, ist nicht ganz so groß. Da sind nur ein paar hundert Leute befragt worden. Aber so ein bisschen hat man immer so ein Nicken in den Reihen, ne, wo Leute sagen, von dem, was ich fürs letzte Projekt gebraucht habe, ich gehe nicht sofort zur Akademie und buche einen Kurs, sondern da gibt es ganz viele Quellen nebenher. Ich lese ein Buch, ich google, ich schaue auf YouTube. Ich frage in der Organisation rum, wer sowas schon mal gemacht hat. Ich hole mir einen Berater mit an Bord. Also da ist das Spektrum recht groß. Dementsprechend, glaube ich, heißt das erstmal für die formellen Weiterbildner gar nicht so viel. Das wird man nach wie vor brauchen, insbesondere für Newbies, also für Einsteiger. Wenn einer noch nie ein Projekt gemacht hat, ist er vielleicht in der Projektmanagement-Experten-Communities of Practice nicht ganz so gut aufgehoben. So, er macht vielleicht erstmal einen Projektmanagement-Kurs, um so die Basics zu haben. Dann erstmal zu wissen, was eigentlich die eigenen Fragen sind und mit den Leuten auch auf Augenhöhe sprechen zu können. Und ich glaube, je besser die Weiterbildner diese Übergänge verstehen, ne, dass es interessant ist, zu einem Kurs, meinetwegen eine Alumni-Community anzubieten, da einen Community-Manager zu haben, ein offenes Wiki zu pflegen, wo man Links und Fallbeispiele sammelt und eben nicht nur den Kurs die 2 Tage oder 4 Tage zu sehen. Ne. Je besser dieser Flow funktioniert, umso besser funktioniert dann auch der Lernprozess für die Teilnehmer. Und da ist es eigentlich ganz schön, dass so Methoden wie so User-Centered Design, wo man sagt, man kommt weg von, wir wissen schon, was die Leute brauchen, hinzu, wir gucken uns wirklich mal an, wieso die Lernreise der Leute ist, eben ganzheitlich den Lernprozess der Teilnehmer betrachtet. Und dann sage ich vielleicht, na gut, ich als Trainer habe jetzt da einen Baustein, ne? Ich mache die Grundlagenausbildung, ich gebe den Leuten aber gleich mit, hier ist eine Community im Social Intranet, da kannst du dich mit Experten auseinandersetzen. Hier sind Fallbeispiele, dokumentierte und so weiter. Also keine Untergangsstimmung dafür. Das werden wir brauchen, so wie wir Grundschulen, Unis brauchen und das nicht durch Internet und Google ersetzt werden wird. Ja, ein Baustein. Genau. Soll ich gerade aus dem Chat eine Frage vorlesen? Ja, klar. Es gibt nicht so viele, aber eine hier. Zur Folie 5, wo du die Entwicklung des Wissens, ja, diese exponentielle Kurve, dargestellt hast, gibt es die Frage, wie sieht es denn beim Erfahrungswissen aus? Also das war das Wissen aus, das angelernte Wissen, aber wie ist es jetzt mit Erfahrungswissen, was uns ja im Wissensmanagement ganz besonders beschäftigt? Wie sieht da die Kurve aus? Schwierig, also da wüsste ich jetzt erstmal nicht, wie die Achsen heißen, ne, weil Erfahrungswissen ja was sehr Individuelles ist, ne, das habe ich. Es gibt weiß nicht genau, wie die Grafik heißt. Es gibt eine schöne Infografik, da sind mal die ganzen kognitiven Phänomene gelistet. Also sowas wie Cognitive Bias oder also man verzerrt im Nachhinein, es bleiben nur noch die guten Erinnerungen übrig. Ja, da gibt es so ganz viele Effekte, wie ein Projekt, was so total gescheitert ist, vielleicht 2 Jahre später in meiner Erinnerung gar nicht mehr so ist, weil vielleicht nur noch die Highlights übrig bleiben. Also sowas gibt es schon, aber da kenne ich keine Visualisierung jetzt oder kein, ne, dass man sagt, man vergisst in der und der Rate und Erfahrungswissen ist dann weg. Da habe ich leider nichts auf Lager. Okay. Ja. Ich habe unten noch gesehen von Aya die Frage, warum viele Sachen auf Englisch benannt sind, sowas wie Core oder Toolbox. Es ist so, dass wir im Moment die Leitfäden alle auf Deutsch und Englisch rausbringen. Wir auch selber tendenziell eher in Großunternehmen unterwegs sind. Also wir haben wenig mit Organisationen zu tun, die
weniger als 10.000 Mitarbeiter haben, sage ich mal so ungefähr. Und dort ist einfach Englisch die Standardsprache. Deswegen waren die ersten Leitfäden auch alle auf Englisch, ne, weil man sie Englisch erstmal braucht und dann Deutsch. Wir haben jetzt mittlerweile aber auch eine recht große Szene, die LernOS verwendet in der Volkshochschule. Wir haben ein, zwei Leute, die das unbedingt ihren Kindern mit 6, 7 Jahren nahebringen wollen oder in die Schulen bringen wollen, mit hessischen Kultusministerium und Projekt gerade, wo wir auch merken, dass solche Begrifflichkeiten sozusagen Barrieren sein können. Und da wird sicherlich jetzt in den nächsten 1,5 Jahren auch noch einen Prozess geben, das sozusagen sprachlich so zu vereinfachen und in der deutschen Variante auch so zu beschreiben, wie es dann Deutsch heißen kann, ne, ohne da quasi was zu verlieren. Also da ist noch ganz viel Denglisch, wenn man so will, drin, das dann rausgehen kann. Falls da jemand Lust dran hat, die Leitfäden mal quer zu lesen und entsprechend anzustreichen, herzliche Einladung in die Community. Darf ich gerade mal dazwischen grätschen? Na klar. Also, du hast ja mit deinen Kolleginnen und Kollegen einen unheimlichen weiten Branchenüberblick, wie wir mitbekommen haben. Wenn du im Moment Branchen benennen solltest, die einfach an einer, wie soll ich sagen, an einer großen Konstanz des Themas lebenslanges Lernen interessiert sind und das eben auch wirklich nicht so als Stop-and-Go-Prozess, sondern wirklich kontinuierlich durchziehen, könntest du da ein, zwei rausdeuten oder ist das irgendwie, kommt das wirklich ganz konkret aufs einzelne Unternehmen an? Ja, ich würde sagen, ich glaube, wir haben wieder Hall bei dir. Es sieht vielleicht so aus, als ob wir großen Überblick haben, dadurch, dass ich aber eher aus dem Ingenieursbereich komme und wir quasi mit Audi-VW-Projekten ausgegründet sind, sind wir schon recht intensiv, sage ich mal, in den Automobilen, Maschinenbau, technischen Branchen verankert. Also sagen wir mal Automobilzulieferer, chemische Industrie, Maschinenbau, wie gesagt. Nur sowas wie Adidas, Sportartikel ist vielleicht eine Ausnahme, einfach weil die hier sehr nah bei uns dran sitzen. Also da könnte ich es jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Wir haben so ein paar Ausflüge in Versicherungen und Banken und Sparkassen gemacht, wo man aber schon merkt, ne, das ist einem, liegt einem selber nicht so, weil einfach die Denke und die Prozesse anders sind. In diesen Branchen, die halt zu den sehr wissensintensiven gehören, würde ich sagen, hat das Thema kontinuierlich eine hohe Priorität. Man muss sich mal davon lösen, dass das immer Wissensmanagement heißt. Also es war natürlich rund um die, also bei Audi war das damals diese ganze E-Business-Welle 1999 bis 2003 sowas, ne, neuer Markt und so weiter, wo das tatsächlich so hieß, ne, wo getrieben durch die Bitkom und die Notech auf einmal auf jeder Suchmaschine Wissensmanagement geklebt hat und das so sehr präsent war, ne, und auch ein starker Fokus drauf war. Dann sind so Sachen wie Projektdebriefing, Lessons Learned mal ausgearbeitet worden, in die Standardprozesse übergegangen. Die laufen heute ganz normal im Projektmanagement Office mit. Und das nennt keiner mehr irgendwie Wissensmanagement, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie man eben als Wissensarbeiter arbeitet und ist halt in die Prozesse eingeflossen. Ne, dann kam irgendwann mal mehr wieder der Fokus auch auf Innovation. Ne, so wenn man ans Probstmodell denkt, Wissensgenerierung. Ne, ist ja auch, viele sagen so, gehört es überhaupt zu Wissensmanagement oder ist das Innovationsmanagement? Ne, wo ich sagen würde, neues Wissen zu schaffen, ist natürlich Domäne des Wissensmanagements. Nur sind viele, die jetzt mit Tritts und Design Thinking und solchen Themen unterwegs sind, die würden sich selber gar nicht als Wissensmanagement Professionals bezeichnen, ne? Sondern die nennen sich dann halt eher Innovation Professionals oder gar irgendwie Master of Design Thinking, weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Und die sind sich gar nicht bewusst, dass sie daran arbeiten, dass die Organisation eine lernende Organisation wird, ne? Und dieses ganze Thema, dass man jetzt mehr auch über lebenslanges Lernen spricht, das ist tatsächlich was, was eher aus dem HR-Bereich kommt. Also das fand ich bei uns ganz spannend. Wir hatten, glaube ich, die ersten 7 oder 8 Jahre nach der Gründung nichts, aber wirklich überhaupt nichts mit Personalabteilungen zu tun. Sondern das waren entweder dedizierte Wissensmanagementabteilungen oder es waren die Fachbereiche selber, also Forschung und Entwicklung, ne, wo halt wirklich wissensintensiv gearbeitet wird. Und die ganzen Akademien, Personalentwicklung, Trainingsabteilung, die sind viel, viel später eigentlich auf das Thema überhaupt erstmal gekommen. Und aus dem Eck kommen jetzt eben auch mehr diese Lernenthemen, Lernen 2.0, die haben jetzt zwei große Krisen hinter sich, wo sie merken, wie ihre eigene strategische Bedeutung vielleicht ist, ne? Was man dann merkt an, welche Budgets werden als erstes zusammengestrichen und umgekehrt, wo wird investiert, das ist dann ganz woanders.
Ne? Und jetzt kommt man da so drauf, dass vielleicht dieser Weiterbildungskatalog nicht reicht und man da eben einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Also Bosch mit Learn Agility zum Beispiel. Gibt es auch einen schönen Fokusartikel von dem Volkmar Denner. Also es kommt so langsam, aber eben langsam. Es sind dicke Bretter, die man da bohren muss. Herzlichen Dank. Ich würde gerade noch mal in die Q&A springen. Da kam jetzt noch eine Frage von Frank vielleicht aufnehmen. Das formale Lernen ist je nach Land doch recht unterschiedlich. Was können wir in deutschen Ländern lernen, fragt der Frank. Eine spannende Frage, ja. Da müssten wir jetzt Leute wie den Jöran Meerholz oder so befragen, mal die da vielleicht mehr Experten sind. Michael, wir haben wieder Echo bei dir. Macht nichts. Also ich glaube, was ich spannend finde, was ich mir jetzt fürs nächste Quartal vorgenommen habe, mal ein bisschen genauer anzuschauen, ist Finnland. Finnland haben angefangen, so eine Art Digital Literacy für alle Bürger. Also die Literacy ist ja im Wesentlichen Lernen und Schreiben. Es gibt von Mozilla, also von den Firefox-Machern, gibt es dieses Digital Literacy Map, so ein Framework. Die verwenden drei digitale Belesenheiten, Lesen, Schreiben und Partizipieren. Ja, sowas wie Schreiben ist dann auch Coden, also Programmieren oder Remixen. Ja, und da fangen jetzt Länder an, das tatsächlich nicht nur in Schulen zu bringen, was so ein erster Schritt ist. Ne? Ich halte nichts davon, irgendwie so, wir brauchen Informatik als Pflichtfach, sondern das muss man irgendwie breiter sehen. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand eine Programmiersprache lernt. Aber dieses sich zurechtfinden in einer digital vernetzten Wissensgesellschaft, das leistet, glaube ich, unser formales Bildungssystem noch nicht wirklich gut. Und das hat man wirklich jetzt auch in der Schule gesehen. Meine Tochter ist in der Grundschule, vierte Klasse. Ja, da gab es irgendwie dann von einem Tag auf den anderen waren alle Schüler zu Hause. Da gab es nicht mal einen E-Mail-Verteiler an alle Eltern. Da wurden irgendwie wild formatierte Word-Dokumente hin und her geschickt. Den Lehrern war gar nicht bewusst, auf welchen Chat-Plattformen die Kinder unterwegs sind, wie sie die erreichen können. Videokonferenz war eine Katastrophe. Ja, und das sind so Sachen, wo ich glaube, dass man einfach in Breite die ganze Bevölkerung da viel mehr upskillen muss, ne, wenn man das Passwort verwenden will. Und da sind eben so Frameworks wie das Digital Literacy Framework und das, was Finnland jetzt tut, wie gesagt, genauer muss ich es mir noch anschauen, halt spannend und halte ich auch für die Unternehmen spannend. Also ich glaube, so, wir machen jetzt in dem Jahr einige so Digital Literacy MOOCs, so Massive Open Online Kurse, wo man versucht, wirklich offen alle Mitarbeiter einzuladen, wer dabei sein will, ist dabei. Na, da quasi über einen Zeitraum 6 bis 8 Wochen einfach mal mit diesen ganzen Themen digital vernetzte Wissensarbeit zusammenzubringen. Genau. Kann man vielleicht mutmaßen, das ist jetzt alles ein bisschen schwankend vielleicht noch an der Stelle, aber dass Länder, die auch in der Primar- und Sekundarausbildung, sage ich mal so, in unserem berühmten PISA-Ranking relativ weit oben sind, du hast ja eben Finnland angesprochen, dass die eigentlich das grundsätzliche Bedürfnis des lebenslangen Lernens auch in späteren Bereichen einfach gecheckt haben und da wieder halt einen Tick schneller sind, als wir das vielleicht in Deutschland sind. Ja, also gibt es sogar so Hypothesen, habe ich schon mal gehört, wenn man in die Mythenwelt schaut, dass die ganzen nordischen Mythen, dass dort die Helden waren, die kooperativ waren, miteinander gearbeitet haben. Ne, während in unseren Heldensagen immer so der eine, der am stärksten draufhaut, sich durchgesetzt hat. Also da muss man wahrscheinlich mal einen Kulturwissenschaftler befragen. Da müsste ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen. Aber man sieht ja, was so immer die guten Beispiele sind. Ne? Man schaut nach Dänemark, man schaut nach Schweden, man schaut nach Norwegen, jetzt nach Finnland. Ne? Also so ein bisschen diese skandinavische Herangehensweise ist ja schon immer, alles was so nördlich von uns ist, oft als Vorbild genannt. Umgekehrt sieht man selten Italien, Spanien, die südlichen Länder als Vorbild. Ich denke, es macht Sinn, nach Asien mal zu gucken. Das ist bestimmt spannend. Also so Taiwan, Singapur, die vielleicht eher mit uns vergleichbar sind als China vielleicht und nicht so weit weg sind wie Indien. Aber das ist so das, was eher die, deswegen finde ich es ganz interessant, diesem so Andreas Schleicher von der OECD, die eben da sehr viel in globalen Maßstab und so Rankings machen. Oder ich glaube, Günther Jokes habe ich vorhin gesehen, mit dem New Club of Paris und diesen ganzen Analysen, Wissensstädte weltweit, wo man eben den Fokus nicht so sehr auf
Organisationen, wir schauen ja auf Organisationen und dann Teams und Individuen und da müssten wir sozusagen eher nach außen schauen, ne? Organisationen, Intraorganisationen, Länder, Regionen, Kontinente quasi. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Session, die es mal wert wäre, zu beleuchten, ne? Mal anzugucken. Aber ich glaube insgesamt, es wird sehr viel über formales Bildungssystem geschimpft. Umgekehrt gibt es, glaube ich, wenig Länder, wo ich meine Kinder lieber in Schule und Bildungssystem hätte als hier. Ja, weil oft werden dann halt so Leuchttürme genannt, klar, wenn ich jetzt irgendwie in den USA bin und viel Geld habe und Kinder dann über Harvard oder MIT oder Stanford gehen, das ist natürlich toll. Ja, aber wenn man die Verteilungskurve anschaut, ist das halt nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung. Ne? Und bei uns kann ich halt, glaube ich, schon auch, ich sag mal, in eine normale Hochschule irgendwo gehen, die keinen Weltruf hat und das Niveau ist aber viel höher, als wenn ich jetzt in so einer Feldwald- und Wiesenhochschule in den USA bin. Und das ist, glaube ich, für uns als Gesellschaft schon wichtig, diese Breite beizubehalten und das nicht nachzubauen. Ich sehe von der Eva im Chat noch eine Frage. Die 13-wöchigen Zeiträume erscheinen mir sehr lang. Wie lief das in der Corona-Krise? Hat sich hier der Prozess beschleunigt? Also im Prinzip, was heißt lang? Lebenslang ist halt erstmal, bis man stirbt. Und ob ich das jetzt in 13 Wochen oder in Jahre oder Halbjahre einteile, finde ich, spielt erstmal keine Rolle. 13 Wochen, die Leitfäden sind so ausgelegt, dass ich nicht 13 Wochen am Stück sozusagen lerne, sondern dass ich mich neben dem, was ich eh tue, 2 Stunden in der Woche mir beiseite nehme für meinen Lernprozess. Also das heißt sozusagen nicht mal, was sind das, 5% sind das. Ne, das heißt, ich setze mir zum Beispiel als ein OKR, ich möchte im nächsten Quartal das Podcasten lernen, dann schnappe ich mir den LernOS Podcasting Guide. Ne, der sagt mir dann, du kannst es entweder alleine machen oder du schnappst dir so einen Learning Circle mit 4, 5 Leuten, so ein bisschen wie bei der Laufgruppe, ne, sage ich immer, als Einzelperson, wenn ich nicht sehr, sehr diszipliniert bin. Die Laufschuhe habe ich mir schnell gekauft, aber ob ich das Training auch durchziehe, steht immer noch mal auf einer zweiten Seite. Ne, das heißt, wenn ich so 4, 5 Leute habe, mit denen ich das zusammen mache, ist so, wie wenn ich mich 1, 2 Mal die Woche zum Laufen verabrede. Ne, und dann ist es so, dass ich quasi eine Stunde die Woche mir Inhalte aus dem Leitfaden anschaue, die Übungen mache und eine Stunde die Woche mich mit den anderen 4 dann treffe und dazu austausche und ich da dann auch Effekte habe. Na, der eine ist vielleicht technisch affiner, jetzt wenn man bei Podcasting bleibt, der andere ist mehr so der Konzepter, Storyteller. Man kann sich gegenseitig helfen und motivieren. Genau, Frank schreibt, der innere Schweinehund wird besiegt im Chat. Also das ist so genau der Aspekt. Also das heißt, 13 Wochen ist nicht 13 Wochen Fulltime, sondern 13 mal 2 Stunden die Woche sozusagen. Was so eine typische Weiterbildung vielleicht auch ist, ne? So ein paar Tage irgendwie über einen Zeitraum von einem Quartal. Genau. Von Aye sehe ich noch die Frage, was meinst du bei Organisationsablauf? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich weiß nicht, vielleicht sollen wir sie, ich lade dich mal ein auf die Bühne, wenn du magst, kannst du es kurz. Ja, von ihr haben wir noch mehrere Fragen im Chat. Ja. Ja, sorry, dass ich so geschrieben habe, aber da wollte ich nur einfach schreiben und dann später. Aber du hast gesagt, gibt es bei euch zwei Varianten für einmal Organisation, die Organigramm meinst du, und einmal Organisationsablauf und auch zusätzlich formelle Organisation und informelle Organisation hast du. Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Also das ist so ein bisschen Organisationstheorie. Also man unterscheidet zwischen Aufbauorganisation und Ablauforganisation. Mhm. Aufbauorganisation ist sozusagen, wer ist der Chef und wie geht das Organigramm nach unten? Genau. Das Ablauforganisation ist, ich habe einen Kunden, der will was und wie kriegt der das? Okay, ja, und das sind zwei Ablaufprozesse meinst du, innerhalb der Organisation? Genau. Okay, das habe ich verstanden. Also die Ablauforganisation, manche nennen das Prozessmanagement, in Behörden heißt es eher Vorgänge. Okay. Also wenn man eine Steuererklärung abgibt, dann ist das ein Vorgang, der mit einem Aktenzeichen gekennzeichnet ist, aber genau dieser Durchlauf. Okay, danke. Sehr schön. Genau, was haben wir im Chat noch? Ich muss mal gerade einen Schluck trinken, sonst meine Stimme ganz rau. Frank, gibt es noch die Frage, hat das vielleicht auch was mit der Größe zu tun, KMU beziehungsweise Hidden Champions? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich das bezieht. Vielleicht kannst du Frank mal kurz. Ja, hole ich ihn gerade. Moment, Frank. Ah, hier ist er. Moment, Frank, du kriegst eine Einladung gleich.
Von Aje gibt es noch die Frage, gibt es auch Anforderungen an Projektbeginn, die ihr für eure Projekte von Unternehmen verlangt? Sozusagen eine Anforderung, ab wann wir mit einem Unternehmen überhaupt ein Projekt machen? Unter welchen Bedingungen? So habe ich das verstanden. Nee, das eigentlich nicht, nee. Im Prinzip kann man sagen, dass das ist so ein bisschen wie Goldgräberzeit. Also das Thema Wissensmanagement, das ist halt so ein Boom-Thema, dass man im Prinzip viel mehr Anfragen hat, als man irgendwie abarbeiten kann. Und dementsprechend versuchen wir im Moment schon hauptsächlich uns die Organisationen und Projekte auszusuchen, die diese Gesamtidee von LernOS entgegenlaufen. Also wenn jetzt jemand sagt, wir würden gern irgendwie, was weiß ich, Podcasting oder Expert Debriefing nach LernOS etablieren, dann hat es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir das machen, als wenn jemand so was ganz anderes machen will, ne, was wir überhaupt noch nicht gemacht haben. Aber es gibt keinen Kriterienkatalog oder so. Frank? Du bist wahrscheinlich noch, du wirst in deine Lippen bewegen, aber wir hören dich noch nicht. Immer noch nicht. Ne. Ja, jetzt kommen die verschiedenen Endgeräte, wo der Ton überall raus und reinkommen kann. Mal gerade schauen, ob im Chat noch was steht. Ja, von Franziska steht noch was. Wird über die Akteure, die mit dem LernOS-Erfahrungen gesammelt haben, eine Mentoren-Community aufgebaut, auf die Schülerinnen zugreifen können. Das wäre sehr interessant für unser Vorhaben, die sich als Non-Profit gründen, um Netzwerke zur Berufsorientierung in den Fokus nehmen. Das finde ich auch spannend. Genau. Also ich poste mal nochmal den Link zur LernOS-Community in den Chat. Da findet man viele Leute, die mit zu tun haben. Wir sind auch dabei, sogenannte LernOS-Guides, also Leute, die einem quasi auf der Reise helfen können, auszuprägen. Die wollen wir auch in so einer Art Yellow-Page-System ein bisschen besser sichtbar machen, also dass ich genauer irgendwie weiß, das ist jetzt eher jemand im Kontext von Schulen oder Hochschulen oder Unternehmen oder das ist jemand, der mir helfen kann beim Sketchnoting, ist jetzt gerade neue Leitfaden rausgekommen. Na, und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man da Leute finden kann, die das eher im Schulbereich machen. Dadurch, dass das noch recht übersichtlich ist und noch nicht so viele sind, gibt es da eben noch kein riesen Verzeichnis. Ne? Da ist man jetzt in der Graswurzel dabei, die anfängt, sowas aufzubauen. Ne, wo wir auch heilfroh sind, weil wir jetzt selber mit Ausnahme von ein paar kleinen Projekten im Schulbereich bisher gar nicht unterwegs sind. Ne, aber schon gelernt haben, dass es mit sowas wie EduScrum zum Beispiel Riesen-Communities gibt, die das ganze Thema agiles Lernen in die Schulen bringen. Ne? Und wenn sich da jemand sowas schnappen will, herzlich willkommen. So, der Frank spricht mit neuem Mikrofon, aber leider hören wir ihn immer noch nicht. Wir sehen dich sprechen, aber nicht hören leider. Wir können mal nochmal eins probieren. Ich schmeiße dich nochmal runter von der Bühne. Vielleicht kommst du nochmal dazu. Das hat vorhin mal geklappt. Ansonsten hätte ich fast gesagt, könnte man die Bühne dann vielleicht auflösen. Ich würde mich einfach an einen der Tische noch setzen und wer Lust hat, kommt da einfach mit dazu. Ne? Frank hat ja vorhin auch... wir hören das. Jetzt ja. Sag nochmal. Die Frage war eben von Michael, welche Industrie? Und das hat teilweise was mit dem Lernen zu tun, denke ich, von der Größe. Also es gibt die KMUs und auch die Hidden Champions, die, finde ich, sehr, sehr viel in die Richtung tun, aber nicht direkt in einer Industrie wie Automobil oder so verortet sind. Ja. Ja. Also ich hatte früher ein bisschen Überblick über KMU, weil es über die Bundeswirtschaftsministerium viele Förderprojekte gab, auch sowas wie Wissensbilanz hatte ja als Fokus KMU und das waren ja so wirklich kleine Unternehmen, so kleiner 250 Mitarbeiter. Dadurch, dass es die Projekte nicht mehr gibt, muss ich gestehen, ist mir da der Überblick ein bisschen verloren gegangen und wüsste jetzt auch nicht, wen man so als wer der Experte für Wissensmanagement in KMUs ist, vielleicht die Gabi Vollmer, Christian Keller habe ich mitgekriegt, machen viel mit KMUs. Also da müssen wir vielleicht in die Richtung mal ein bisschen fragen. Da hängt dann auch dran, glaube ich, dass erst ab einer gewissen Größe einer Organisation so Spezialfunktionen ausgeprägt werden. Also sowas wie, ich habe eine Vollzeitstelle, die Personalentwicklung macht, habe ich vielleicht erst ab 300, 400, 500 Mitarbeitern. Na, oder ich habe jemanden, der sich ein Projekt mal damit beschäftigt, Office 365 oder ein Enterprise Social Network einzuführen und eben nicht nur die Logins bereitzustellen, sondern auch zu belegen, wie können wir das systematisch zum Lernen verwenden. Das passiert, glaube ich, in kleineren Organisationen eher so
nebenher und ist damit erstmal weniger sichtbar, als wenn Firmen große Projekte machen und die dann auf Konferenzen und in Webcasts und so weiter vorstellen. Heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Ich kenne sie nur nicht. Können wir einzelne Tische jetzt mit weiß nicht, Themen benennen, wo wir weiter diskutieren? Das können wir gern machen. Also ich kann sozusagen als Host die Tische umbenennen. Wir können uns jetzt auf die Tische verteilen. Wir machen das Plenum zu. Und wenn ihr sagt, ihr wollt einen Tisch irgendwie thematisch benennen, schreibt mich einfach im Chat kurz an und dann benenne ich den um. Ja. Gibt es schon Themen, die wir besprechen wollen? Ja, das können wir mal ein bisschen laufen lassen im Chat. Also falls jemand thematisch diskutieren will, gerne in den Chat schreiben. Oder jetzt auch, wenn wir die Bühne zumachen, der Chat bleibt ja bestehen. Schreibt das einfach in den Chat und dann mappe ich das ein bisschen auf den Tisch. Ich würde einen Wunsch noch, bevor wir die Bühne auflösen, weil es vielleicht einfach so besser wahrgenommen wird. Also erst nochmal dir ganz, ganz herzlich zu danken, Simon, für die Präsentation, aber natürlich hier auch für die anschließende Fragerunde. War ganz klasse. Also ich habe hier auch versucht, wie wild mitzuschreiben nebenbei, soweit mir das gelungen ist. War richtig klasse. Ich habe nur, jetzt ist Gudrun verschwunden, weil ich wollte einfach noch darauf hinweisen, dass wir ja auch noch in ganz kurzer Zeit am 3. Juli noch eine Veranstaltung hier von der Regionalgruppe haben, wobei noch nicht ganz klar ist, ob die jetzt online oder wieder im richtigen Leben stattfindet. Nur, dass wir es einfach schon mal in die Runde gegeben haben, 3. Juli, es wird um das Thema Generationenwechsel gehen und natürlich in dem Zusammenhang auch, was hat es mit Wissensmanagement zu tun. Ne? Und das nur so, dass es für heute nicht unter den Tisch fällt. Herzlichen Dank nochmal und ja, bis zum nächsten Mal, Simon. Gerne. Gerne. Im Chat stand jetzt Remo im Barcamp, so würde ich mal einen Tisch benennen und wer Lust hat, kann sich da einfach noch ein bisschen austauschen. Ciao zusammen. Bis gleich. Bis gleich.